Willkommen, verehrtes Publikum, zu unscharf und schlecht beleuchtet. In diesem Video geht es um eine preußische Pesetz von Modell Loco, an der ich einige Änderungen vorgenommen habe. Tendertausch, Umbau des Fahrwerks, Ausrüstung mit Zaun. Und auf die einzelnen Schritte, die Beweggründe, auch meine Irrtümer und Pleiten gehe ich in der nächsten Stunde ein und zeige dann in wahrscheinlich wieder epischer Breite, was ich genau an dieser Maschine gemacht habe, bis sie nun so zufriedenstellend für mich durchs Bild fährt. Damit nun der von Zeitmangel geplagte Modellbahnfreund weiß, auf was er sich hier einlässt, was ihn erwartet. Kurz die Zusammenfassung. Ich habe diese Maschine in einem guten Zustand gekauft, war aber mit einigen Sachen nur unzufrieden, habe den Schlag der Radsätze, soweit es ging, beseitigt, habe das Gestänge überarbeitet, sodass einige Klemmstellen raus sind, habe an der Lok neue Stromabnehmer angebaut und habe den originalen vierachsigen Tender getauscht und habe ihn ersetzt durch einen Dreiachser, weil ich da die entsprechenden Dokumente gefunden habe. Dieser Dreiachser ist von M&F. Ich habe dem ein neues Fahrwerk gegeben und habe hier im Tender den Sound eingebaut. Dann gab es natürlich auch noch ein Personal und ein paar kleine farbliche Korrekturen, eine Feinkupplung hinten dran und so ist die Maschine nun bereit fürs nächste Fremo-Treffen, für den nächsten Einsatz. Und wie ich da hinkomme, das, wie gesagt, sieht der verehrte Zuschauer in der nächsten Stunde. Hier ist nun ein weiteres Kleinserienmodell, bei dem ich eigentlich nicht viel Arbeit erwarte. Zerlegt habe ich sie ja schon mal. Das ist eine P6. Die ist von Modell Loco. Ursprünglich eine französische Version, wurde aber von einer professionellen Firma als Reichsbahnmaschine gebaut, als 107, also genau die einzige P6 oder eine der wenigen P6, die im Westen geblieben sind. So, die hatte diesen original vierachsigen Tender. Der aufmerksame Zuschauer erinnert sich, dass ich ja diesen Tender schon mal an der P41 hatte und dann inzwischen an der G71 habe, an der 55131. So, wenn man sich diese Maschine anguckt, ist man erstmal schwer beeindruckt. Also die ist wirklich super gebaut. Also wenn ich hier reingucke, die Lötstellen, die Verklebung und so, die sind alle mit so viel Akribie gemacht. Also das sieht wirklich professionell aus. Da ist jetzt also nicht zu meckern, nicht so wie bei Westmodell oder auch bei meinen eigenen Werken, wo denn innen eine Riesenkleckerei ist mit Lötzinn. Sieht ja keiner, ist ja egal. Und wenn man von einigen nachträglichen Schleifarbeiten absieht, dass man ja, das hier was über den Motor bekommt, ist das wirklich, wirklich toll gebaut. Also sauber, da ist wirklich nichts mehr zu machen. Also die Firma, die wusste wirklich, wie man solche Bausätze montiert. Die Lok habe ich von einer älteren Dame erworben, also da stammte auch meine S3 her. So, nun war mein erster Gedanke, die einfach nur, da muss man ein bisschen würgen, wenn man das den Aufbau drauf haben will. Das ist also mit ein bisschen, so. Ich werde es jetzt nochmal von der Seite zeigen. So ist die Maschine mal kurz zusammengesteckt. Diese Rohre, die hier vorne zur Rauchkammer gehen, die habe ich jetzt schon mal abgemacht für die Demontage. Also die Maschine sieht wirklich super aus. Und ich habe auch nicht die Absicht, die jetzt umzulackieren und grün-schwarz zu machen, sondern die bleibt tatsächlich in schwarz-rot. So, nun ist es natürlich so, dass irgendwas, was in meine Hände gerät, dass ich da mal irgendwelche schrägen Sachen mit vorhabe. Und so ist es auch mit dieser P6. Also messen ist ja mal so eine Sache. Also ich würde mal sagen, es sind NIM-Spurgrenze, aber die sind nicht 1,2 hoch, sondern vielleicht 1 mm.
Und das ist jetzt nicht so furchtbar. Ich werde das mal mir auf mein kritisches Testgleis stellen, was da passiert. Denn so ein Fahrwerk hier zu zerlegen, um auf RP25 abzudrehen, naja, ich weiß nicht, ob das wirklich so klug wäre. Ich habe nämlich vor vielen Jahren mal irgendwo, als ich in irgendeinem Archiv war und mir noch nicht genau aufgeschrieben habe, wo ich irgendeine Quelle her habe, hier was rauskopiert. Das ist ein Schreiben der RWD Königsberg. Und da ist, man kann ja wahrscheinlich selber lesen, dass dort beim Einsatz der G5 bislang für die Personenzüge alles keine Probleme gab, aber jetzt war ja denn die Klassenreform, die ist ja am 7. Oktober 1928 eingetreten, also da ist ja dann die vierte Klasse abgeschafft worden und hier steht eben, dass da eine Beschleunigung der Personenzüge jetzt mit der Fahrplanumstellung eingeht, dass sie deshalb jetzt die P6 eingesetzt haben. So, und das im Winter 28, 29 gab es eben sehr viel Schnee und die P6 war mit dem vierachsigen Tender, so wie wir sie hier haben, zu lang, um in den Schuppen abgestellt zu werden. Und kann man jetzt ja rausbekommen, aber ich sag mal hier, jetzt haben wir eine Lüb etwa von 25 Zentimetern. Und dass das Maschinenamt der Ecke angeregt hat, dass bei einigen P6 der vierachsige Tender gegen den Zwölfer getauscht werden soll. So, und auf der Rückseite habe ich dann leider auch nur auszugsweise, aber zum Glück bezieht sich das auf das erste Schreiben und dass das Reichsbahnzentralamt, ne, an wen ist das geschrieben? Also jedenfalls sind die einverstanden, dass dieser Tendertausch vollzogen wird. Und ich nehme mal an, zu der Zeit die 24, die war schon auf dem Markt, aber dann war ja Weltwirtschaftskrise und dass dann die Personenzüge nicht wie geplant durch die 24 gefordert werden konnten dort in Ostpreußen und dass man deshalb versucht hat, der Sache Herr zu werden, indem man also die P6 mit dem kurzen Tender ausgerüstet hat, um sie eben im Winter im Schuppen abzustellen. Und wenn ich jetzt mal hier so messe, haben wir nur noch Lüb. Naja. Erst wenn ich da die Puffer wieder reinstecke, 19,8 oder so. Man kann es ja ausrechnen, wie viel der kleine Tender kürzer ist als der Vierachser. Und eine dieser Maschinen aus dem Bereich Allenstein, die würde ich jetzt gerne darstellen. So, und jetzt vergleicht man mal beide Tender. Ich weiß natürlich nicht, ob der jetzt von der P6 der Tender denn eben einen hohen Aufbau hatte. Es gibt aber genügend Bildnachweise, dass dieser Tender auch bei einer P54 zum Beispiel dran hing. Also der vierachsige Tender, der ist ja tatsächlich bei sehr vielen Güterzugmaschinen im Einsatz gewesen, also von G8, G7 bis hin zu G42, also die ganzen kleinen Maschinen und landet auch bei einigen großen. Hintergrund dafür ist, dass in Preußen es immer weniger Tender gab als Lokomotiven, weil man so ein normaler Tender eben in der Aufarbeitung im RAW, der war meinetwegen nach 12 Tagen wieder raus, während bei der Loks sich die Aufarbeitung deutlich länger zog und die sparsamen Preußen halt dann lieber die Tender eben frei getauscht haben. Und da kam es eben doch durchaus vor, dass einsatzbezogen oder vielleicht auch an Mangel des Originaltenders oder der Originaltenderbauer einfach was anderes angebammelt war. Wie dem auch sei. Also ich kann ja denn hier nochmal einen Antrieb reinbauen und würde jetzt also meine P6
P6. Vielleicht kriege ich auch sogar noch raus, welche Loknummern das waren, die dort den Kurzantenner bekamen. Die wird also mit diesem Dreiachser mit 12 Kubikmeter Wasser gekuppelt. Ich finde, jetzt sieht die P6 mit dem Dreiachser auch recht harmonisch aus und werde jetzt also dieses Projekt angehen. So, ich sagte ja schon, dass die Maschine sehr akkurat gebaut ist. Da sind jetzt ein paar Fehler. Ich sag mal, das kann nur einem Nicht-Eisenbahner passieren. Also, dass zum Beispiel die Schienenräumer hier einen Abstand von 13 mm haben. Also mit der Spurweite überhaupt nicht übereinstimmen. Aber das sind jetzt nur Kleinigkeiten. Und im Grunde genommen kann dieser Umbau auch recht schmerzlos und zügig über die Bühne gehen. Probleme bereiten mir natürlich wieder mal die Stromabnehmer. Also jetzt ist es ja so, dass vom Tender wird eine Seite 4 Räder Strom abgenommen, bei der Lok auf der anderen Seite ebenfalls über die Masse, also auch 4 Räder. Das reicht mir natürlich nicht. Also da muss ich noch was tun. Isolierung werde ich jetzt weniger Probleme haben, weil ja der dreiachsige Tender, der ist ja aus Kunststoff. Und was wahrscheinlich auch noch ein paar Probleme bereiten wird, ist das Lokfahrwerk. So schönes Gebautes, so herrlich genau und sauber das Ganze ist. Jetzt gucke mal nur mal unten drauf. Also auch, es läuft relativ früh an, also erst bei 3 Volt, das ist ja für so einen ollen Motor gar nicht verkehrt, aber sieht der werte Zuschauer schon mal das erste Problem. Also dieser Radsatz, der schlägt mit jeder Umdrehung, wandert er hin und her. Das kommt jetzt durchs Gestänge. Ich habe es noch nicht gesehen, woran es liegt. Ich vermute mal, das sind die Kurbeln und das hier vielleicht mit einem Hauch nachbiegen sich was korrigieren lässt. Aber da ist jetzt auch gar nicht so. Ja, es bedarf schon ein wenig Kraft. Also, die ist bestimmt nicht gefahren, die Maschine. Das war ein reiner Sammler. Das Seitenspiel ist ja bei den ganzen Radsätzen nicht so berauschend. Also zu groß. Und bei höherem Tempo sieht man noch einen anderen Mangel. Nicht nur das Schlagen des mittleren Radsatzes, sondern dass der erste ebenfalls torkelt. So, ich ärgere mich nicht darüber, weil ich habe 190 für die Maschine bezahlt. Das ist völlig in Ordnung. Da könnten noch mehr gravierende Mängel sein. Also da war ich echt gesegnet mit diesem Kauf. Also ich hatte ursprünglich mal über eine P6 von Fleischmann nachgedacht und so. Aber so sauber wie die gebaut ist, also keine Reue, kein Ärger. Tja, und jetzt muss ich mal gucken. Das wird sicher wieder einen halben Tag dauern. Also ich muss diesen Radsatz richten. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier die Blende unten abschraube, dann kommt mir alles entgegen. Und da muss ich rauskriegen, wer von den Kurbeln jetzt dieses Radsatzschlagen verursacht. Wenn ich das beseitigt habe, ich sehe jetzt gar nicht die Notwendigkeit, die Maschine wirklich mit einem neuen Antrieb zu versehen oder den Motor zu wechseln. Also man sieht ja, wie leicht die anläuft. Ich habe jetzt hier 2,1 Volt. Es gibt ein kurzes Rucken, wenn also dieser Lastwechsel über die Kurbeln reinkommt. Aber sie zieht jetzt hier bei 2,1 Volt durch. Das ist für so ein älteres Kleinserienmodell echt nicht schlecht. Also, ja, also ich kann es nur wiederholen. Also, für den Preis, gut, war auch ein sehr freundschaftliches Angebot, ja, bin ich absolut zufrieden mit der Maschine. Ich werde sicher jetzt im Laufe der Zeit noch ein paar andere Sachen feststellen. Es fängt ja gerade an. Wo ist meine Pinzette?
dass auch hier wieder Kreuzkopf sich bewegt jetzt. Also mal gucken, was wir da jetzt abschrauben können. Vielleicht lässt sie das mit dem einfachen Nachbiegen noch beseitigen, dieses Problem. Also hier ist ja eigentlich genug Spiel drinne. Warum der immer diesen Ruckel macht. Ah, da klemmt sie. Also ja, die Gleitbahnen sind jetzt auch ein bisschen schief und so. Ich nehme das jetzt mal auseinander und gucke mir das an und mal nachsehen, wo ist jetzt die Isolierung? Das ist auch eine wichtige Frage. Denn ist ja wieder mal der Gleitbandträger, ist ja alles ein Pol und dass ich mir nicht noch einen Kurzschluss einhandle. Okay, dann werde ich mich mal ranmachen. So, für mich ist jetzt diese Notiz, also hier ist eine Kerbe zum Ausrichten. Jetzt ist hier drunter eine kleine Unterlegscheibe und die Treibstange. So, und jetzt gleich nochmal gucken, wie es jetzt aussieht mit dem Schlagen. Na, sieht da so aus, als wenn ich da schon mal die Ursache entdeckt habe. Also hier ist noch eine Unterlegscheibe. Ja, das war also die Treibstange, ist es, die das Schlagen verursacht. Aber hier drüben dieses Geeier von dem Kreuzkopf. Ich glaube, ich hab's gleich. Das gefällt mir auch nicht. Weitere Notizen für mich, also ich habe jetzt den Zylinderblock losgeschraubt. Wenn ich die Schraube rausnehme, bleibt der Steuerungsträger drinne. Jetzt folgt also der Abbau dieser Teile. Die Mutter ist mit Klebstoff gesichert. Und das ist natürlich jetzt dort noch das hier auf, wahrscheinlich aufgesetzt. Also muss ich mal sehen, wie das dann weiter abgeht. Denn ich glaube im Moment, dass die Bohrung im Zylinder vielleicht nicht ganz gerade ist. Und versuche mal rauszukriegen, vielleicht mit dem Nachbiegen und Entgraten der Gleitbahn ist wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen in das ganze Fahrwerk. Ah ja, dann kann ich das jetzt hier rausziehen, nach unten natürlich. Gleitbahnträger ist lose inzwischen. Wunderbar. So, also nochmal hier. Schon. So. Okay. Also, alles klar. Die Gleitbahn, die ist jetzt nachträglich eingebaut. Eingeklebt, eingelötet. Die kann ich jetzt hier ganz gewissenhaft entgraten. Okay. Und das ist auch geklebt, wie mir scheint. Das habe ich jetzt losgewackelt gekriegt. Ja. Also immer noch. Also was ich hier so sehe, ist immer noch super gebaut. Oder wenn man sich das hier mal anguckt, ja. Mit der Schraube und alles. Da ist jetzt nicht irgendwie schräg gefeilt oder nachträglich ausgeschliffen. Das passt alles. Also wäre interessant zu wissen, welche Firma dieses Modell gebaut hat. Die Verkäuferin hat mir gesagt, dass es eine Firma war. Aber natürlich nicht welche. Also, das ist also eine Qualität, die man auch erstmal erreichen muss. Er hat es wieder gemacht.
kann der Kerl nicht einmal ein Fahrwerk in Ruhe lassen und einfach nur einen Decoder einbauen? Es liegt wieder die halbe P6 hier auseinandergenommen auf der Werkbank. Es ist grauenvoll. Lerne ich denn nichts dazu? So, jetzt ist also die ganze Steuerung was ab. Jetzt kann ich mir all die Teile nochmal in Ruhe angucken, entgraten, begradigen und ja, wenn ich hier mir so genauer angucke, die Teile sind zum Teil auch ein bisschen verbogen und die vom Ätzen, die ja, dieser Versatz, der manchmal steht, wenn die Vorder- und die Rückseite der Belichtungstasche nicht exakt übereinliegen, wie hier zum Beispiel, dann hat man auch ein bisschen eine scharfe Kante. Also das arbeite ich jetzt erstmal alles nach. Die Gleitbahn gucke ich mir an, ob die noch einen Grat haben. Feile die schön nach, begradige das alles und werde auch diesen einen Radsatz, der Vorder, der so geschlagen hat, also ist ja das Rad hier, das sieht man ja aus der Position schon, wie schräg das sitzt. Also das wird, naja, noch ein bisschen mehr Mühe machen. Also ich werde jetzt mal dieses Rad abnehmen. Jetzt, wenn ich hier so reingucke, sehe ich ja, dass hier irgendwie Schmutz oder so drin ist. Das bedeutet also, die Abdeckung vorsichtig abhebeln. Ich will nicht die ganze Lackierung versauen. Das ist nicht in meiner Absicht. Wenn wir genau mal markieren, wo jetzt das Problem liegt. Jetzt sehe ich es ja gerade, also hier. So, ich habe heute wieder Spätdienst, also ich werde das jetzt vor meiner Abreise nicht hinbekommen. Also wie, ja, ganz kurz, haben wir nur hin das Modell, das wird nicht sein. Also, tut mir leid, verehrtes Publikum, dass dieser möglicherweise nicht in einem Teil und 30 Minuten abgehandelt ist. Okay. Durch Dusseligkeit schon wieder erste Farbe beschädigt. So, ich habe es also diese Abdeckung heruntergeholt mit dem Cutter. Naja, dabei habe ich halt das Rad angeschnitten. Und jetzt schraube ich das mal ab. Und ich habe mir vor einiger Zeit schon mal so einen Schraubenzieher geschliffen. Denn dieses beiliegende Werkzeug, das ist ja, naja, also das bei den Bausätzen beiliegende Werkzeug, so formuliert. Das ist jetzt nicht besonders hochwertig. Muss ja auch nur einmal funktionieren, ja. So, rate es ab. Und jetzt müssen wir das mal ganz genau angucken, wo das Problem liegt. Und wenn ich schon mal ab habe, das Rad, dann könnte ich ja vielleicht gleich noch nicht nur ausrichten, sondern vielleicht auch noch mal gucken, ob das Seitenspiel nicht ein wenig eingeschränkt werden könnte. Unterlegscheiben sind ja noch drunter. Vielleicht habe ich ja welche, die ein Zehntel dicker sind, sodass der führende Radsatz eben noch ein bisschen weniger Seitenspiel hat und somit auch die Lok insgesamt nicht so sehr wie so ein Fisch im Gleis hin und her schwingt. Ich habe jetzt also mit so einer Messingdrahtbürste erstmal die Achse hier bearbeitet, also in der Hoffnung, dass vorhandener Dreck oder Grate dort raus gespült werden. Und jetzt muss ich mal gucken, aber mit einer anderen Vergrößerung, ob nicht vielleicht vom Drehen oder Fräsen, dass hier noch irgendwo ein Grat ist. So beim Rad bin ich jetzt noch nicht rüber. Ja, ich könnte natürlich auch hier nachschleifen, aber das Material kenne ich jetzt nicht und ich will auch nicht zu viel abtragen und dann ja wegen der Lackierung. Also ich gucke erstmal, ob das schon dieses Torkeln beseitigt hat. So, das scheint es gewesen zu sein. Also es läuft deutlich runder. Und jetzt traue ich mich mal was. Aber wie gesagt, ich traue es mich. Gucken, was rauskommt. Glück gehabt. 14,4. Denn das wäre jetzt eine Katastrophe. Wenn ich also 100 Innenspurmaß korrigieren müsste. Oh weia.
Also 14,5. Jawohl, 14,45 passt. Also gut, das Thema ist erledigt. Es war tatsächlich nur ein Montagefehler. Wunderbar. So, der Radsatz ist jetzt wieder drin. Und nicht einfach nur reingeprügelt, sondern ich habe jetzt tatsächlich noch die Lok auf eine Glasplatte gestellt und habe nun geguckt, ob alle vier Räder auf der Platte aufliegen, dass die Lok nicht am Ende kippelt. Und jetzt werde ich hier mit einem Tropfen Kleber, hier muss ich minimal, Hundertstel, muss ich noch ein bisschen nachregulieren. Und mit einem Tropfen Kleber, wie gesagt, die Lager sichern, so dass sich das nicht noch beim heftigen Aufsetzen verändern kann. So, und dann die Dekoplatte wieder aufsetzen. Ja, dann kann ich schon fast mit der Montage wieder beginnen. Ich habe jetzt auch noch den letzten Radsatz mal rausgenommen und ein bisschen weniger Seitenspiel gemacht. Der schlug ja auch noch ein wenig. Und jetzt habe ich mir den Kreuzkopf vorgenommen auf beiden Seiten. Also die eine Seite hatte verdammt wenig Spiel. Habe jetzt auch, weil ich sehen musste, die Treibstange muss gekröpft sein, habe ich das auch noch vorgenommen. Und habe auch nochmal die Kolbenstange beschliffen. Habe eventuelle Grate hier im Zylinder beseitigt. Jetzt liegt der Bohrer hier noch rum. Und mache mich jetzt ran an die Montage und hoffe, ja, Hoffnung ist hier ein sehr großer Punkt, dass das alle Fehler waren, die hier drin sind, alle Abweichungen, und dass dann dieses Schlagen halt nicht mehr vorkommt. Und ich habe jetzt auch die Kuppelstangen wieder dran. Und ja, bei 2 Volt läuft der an. Also hier ist dieses Schlagen noch nicht der Mittelachse zu sehen. Hinten habe ich jetzt dickere Unterlegscheiben drin, sodass also, sieht man das ja aus dem Bild, also dass der hintere Radsatz kein Seitenspiel mehr hat. Bei vorne, ja, hier habe ich noch einen Fleck drauf, den muss ich auch noch beseitigen. Also jetzt hat sich eine deutliche Verbesserung ergeben. Oh, vielleicht noch ein bisschen einlaufen lassen. Man sieht, dass diese Unterlegscheibe ein bisschen mitläuft und dass ich schon wieder die Kamera angestoßen habe. Also das kriege ich mit dem Tröpfchen Öl noch hin. Also das geht erstmal. Und jetzt ist bei 12 Volt ist jetzt auch die Geräuschkulisse nicht so gruselig. Also das Getriebe ist ganz gut abgestimmt. So bei 10 Volt, also so auf der Gummi Unterlage, da hört sich das natürlich alles noch ein bisschen anders an. Also das ist jetzt erstmal in Ordnung. So, und das ist dann praktisch mein erstes Modell von Model Loco, wo ich das Originalgetriebe verwende. Also ja, ich weiß, es ist sehr mutig, aber die Modellbaufirma, die hat dort echt gute Vorarbeit geleistet. Probeweise aufgehängt. Und man sieht, also von der Seite kommt kein Schlagen. Was mir jetzt nicht gefällt, sind zwei Dinge. Einerseits diese schräg gestellte Treibstange. Aber da kann ich jetzt nicht viel machen. Ich müsste den Zylinder anlegen. Ich müsste den Kreuzkopf umbauen und auch den dicken Zapfen, der ist am Rad. Wird mal anhalten. Also man müsste dann, welcher Seite ist, ja, kleinen Moment. So. Also dieser dicke Bund, oder Zapfen, den könnte man um die Hälfte reduzieren. Und das kann ich hier machen, aber hier bin ich dazu nicht in der Lage. Dann mit einem anderen Zapfen, und dann könnte man sicher auch noch hier ein bisschen Platz gewinnen, aber der Aufwand lohnt im Grunde genommen nicht. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, dass vielleicht irgendwann mal
in einer unmöglichen Situation vielleicht die Treibstange hier anschlägt. Also sowas in der Art. Aber das sieht bis jetzt so aus, als wenn da keine Gefahr besteht. So, also die Seitenlage bleibt. Da gibt es jetzt keine Probleme. Ich überlege noch, werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber ein Gedanke wäre jetzt hier noch Kupferstreifen in den Kreuzkopf einziehen und befestigen, sodass der Kreuzkopf weniger Spiel hat und nicht so kippelt, also immer so arbeitet. So, ich habe jetzt mal beide Stangen versuchsweise aufgesteckt und der Radsatz schlägt jetzt nicht mehr. Mir fällt aber jetzt auf, wenn die Treibstange nach außen wandert, dann kollidiert sie mit dem Steuerungsträger. Und ich habe jetzt hier diese Unterlegscheibe weggelassen, weil ich mir deren Sinn nicht erklären kann. Und stelle jetzt fest, wenn also die Treibstange sehr weit nach außen wandert, dann kollidiert sie tatsächlich mit dem Steuerungsträger. So, mal gucken, den Steuerungsträger vielleicht noch ein bisschen beschleifen. Der Zapfen ist ja jetzt auch wirklich ein bisschen lang. Machen wir das mal so. Man sieht jetzt, wenn er gegenkloppt, dann kommt dieses Schlagen des Kreuzkopfes dagegen. Und da war das vielleicht jetzt ein unüberlegter Zusammenbau. Jetzt muss ich überlegen, ob ich jetzt diesen Zapfen noch ein bisschen kürze. Aber je kürzer der Zapfen ist, umso schräger steht natürlich auch die Treibstange. Und das ist dann wenig modellmäßig, sondern eher so Spielzeuglok. Gekröpfte Treibstange ja überhaupt. Also ist jetzt so eine Sache. Ja, das muss ich mal überlegen. Ich habe ja diese beiden Unterlegscheiben noch, ob ich eine dazwischen, zwischen den beiden Stangen lege und die dritte da zwischen Gegenkurbel und Treibstange oder beide zwischen Treibstange und Kuppelstange. Das gucke ich mir noch an. Vielleicht schleife ich auch noch mal ein bisschen dran rum hier an dem Steuerungsträger. Platz ist eigentlich genug. Also man sieht, es hat was gebracht, das Ganze jetzt nochmal zu zerlegen. Jetzt ist es aber schon wieder 2:30, ich muss jetzt zum Spätdienst und werde jetzt nächste Woche erst weiterkommen. Also 1. Juli, halbe Jahr schon rum, in dem 6 Monaten schon wieder Neujahr. Aber das ist jetzt wirklich tatsächlich ein kurzes, überschaubares Projekt. Der 5. Juli, ich bin schon wieder ein Stückchen weiter gekommen. Ich habe also mich entschieden, die beiden Unterlegscheiben hier zwischen Treibstange und Kuppelstange zu machen. Und habe jetzt schon mal versucht, das hier wieder zusammenzuschrauben. Und bis jetzt geht's reibungslos. Viel zu reibungslos. Also da passiert bestimmt irgendwas Schlimmes. Ich hatte jetzt schon dieses Teil. Ja, man merkt wieder, dass ich richtiger Dampflok-Spezialist bin. Alles Teile. Also, das hatte ich jetzt hier schon mal drinne. Aber irgendwie läuft es immer noch nicht problemlos. Also ich habe jetzt den Eindruck, dass dieser Bogen hier, da ist ja auch so ein Ätzgrat drauf, dass ich das nochmal beschleifen muss. Denn bei jeder Umdrehung, da wird irgendwie diese Stange, die wird immer ausgehoben. Also gibt es ein leichtes Zucken. Also nicht, dass wirklich das Laufverhalten der Lok behindert wird, aber wir sind ja M&L, wie auch Merkel Fischer, erfahren und wissen, dass man solchen Kleinigkeiten einfach nicht trauen darf. Also werde ich jetzt hier diesen Grat noch runternehmen, wie ich auch hier innen noch ein bisschen Platz geschaffen habe, dort wo die Gleitbahn dran ist. Das hatte ich auch mal den Eindruck, dass die Treibstange dort gegen die Gleitbahn schlägt. Also wie gesagt, erstmal runterfeilen und dann
das Ganze zusammenschrauben. Und das wird dann die nächste Vorführung werden. So, jetzt habe ich das Gestänge wieder vollständig montiert. Und der verehrte Zuschauer, wenn er jetzt hier hinguckt, sieht er, was hier noch für ein Schlagen noch passiert. Ich bin jetzt bei 2,9 Volt. Sie läuft ganz vernünftig. Und was ich eigentlich verhindern wollte, hier dieser Effekt, dass der Steuerungsträger noch ein Stück nach hinten gezogen wird. Und gegen dieses Schlagen kann ich nicht mehr viel machen. Auch auf dieser Seite, hier sieht man dann deutlich, woran das liegt. Mal so hinpacken. Und zwar ist diese Gegenkurbel, die ist schief gegossen und der Bolzen zu einem Überfluss sitzt auch nur schief drin. Und da kommt dieses Schlagen her. Also da habe ich nicht viel Möglichkeiten, noch irgendwas zu machen, ohne dass es komisch aussieht. Also ich werde jetzt noch ein paar Feinheiten probieren, aber grundsätzlich läuft es schon mal ganz gut. Also es hat es ja vorher schon gemacht. Jetzt analog, jetzt bin ich mal runter auf 1,2 Volt. Vorher hatten wir 3 Volt, also ich habe schon eine Besserung erreicht. Und auf die ich sehr stolz bin, die mich aber, wie ich schon sagte, misstrauisch macht. Und werde jetzt noch versuchen, ein paar kleine Nacharbeiten zu machen. So, es wurde ein bisschen besser, aber ich sehe immer noch eine kleine Klemmstelle. Und zwar hinten der vernietete Zapfen, der schlägt gegen den Teil vom Gleitbahnträger. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier noch eine kleine Unterlegscheibe reinmache. Und den Zapfen, der ist ja im Prinzip bloß breit gedroschen, ist ja so ein Niet, den nochmal ein bisschen hinten beschleifen. Vielleicht wird das ja was. Ich habe es jetzt mit dem kleinen Biegen, Nachbiegen des Steuerungsträgers, habe ich erstmal eine gewisse Ruhe in die ganze Kuppelstange und Steuerung bekommen. Und auch wenn ich den Antrieb jetzt hier so halte, also er läuft relativ ruhig. Jetzt sind wir hier bei 12 Volt. Das ist schon ganz in Ordnung. Und da das jetzt so ist, werde ich jetzt mal die Finger davon lassen und nicht mehr weiter rum spielen hier und wer weiß, was ich dann noch für Unfug mache. Also, der Antrieb scheint erstmal soweit gut zu sein. Jetzt werde ich das Bodenblech wieder einbauen und bei der Gelegenheit dann gleich die Strommagnete reinkleben und die Schleifer von hinten anbauen. Wie genau, das weiß ich noch nicht, aber so wie gehabt. Also ein Stück Pertinax-Placke einkleben und eine Gitarrenseite drauf. So, jetzt hatte ich nach dem Einkleben der Lager hier nicht hundertprozentig Kontakt vom Masserad zum Rahmen. Vielleicht mache ich hier noch einen kurzen Blechstreifen rein, der dann da drauf schleift. Das muss ich mal sehen. Und dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Jetzt bei mir im Hintergrund ist das Bild der 37107 bei der Eisenbahnstiftung Johannes Schmidt. Ich habe es mal aufgerufen. Und wenn ich jetzt mal meine P6 dazu stelle, sehe ich doch einige Abweichungen zwischen der 107 dort und meiner 107. Zum Beispiel ist die Glocke nicht auf der Rauchkammer. Es fehlt die Aufstiegsleiter, eigenartigerweise auch die Stellräder von den Speiseventilen. Die Luftpumpe ist an der richtigen Stelle. Die Rohrleitungen laufen anders. Das muss jetzt nicht zwingend falsch sein, aber auffällig ist es doch. Und deshalb ist es durchaus legitim, dass ich sage,
die Maschine kriegt eine andere Nummer. Solange die Befestigung für die Stromabnehmer jetzt verklebt, widme ich mich mal dem Tender. So, das ist einer dieser Tender, die nur leer mitlaufen. Und diese ganze Konstruktion hier ist naja. Wahrscheinlich braucht man jetzt Zapfenachsen, habe ich nicht. Und ich habe mir gedacht, auch wegen der Stromabnahme, werde ich mir mal was anderes hier reinbauen. Also das bekannte Messingprofil. So, die erste oder letzte Achse. Mal gucken, welche das ist. Wie stimmen die Abstände? Okay, also die erste Achse, die letzte Achse des Tenders, die ist festgelagert. Die mittlere hat Höhenspiel gefedert und die erste Achse, die werde ich kippeln lassen. Also jetzt kommt hier von oben noch eine Schraube durch, die dann den Radsatz abstützt und dass er dann so sich bewegen kann. Jetzt muss ich noch ein bisschen entgraten, so ganz funktioniert es noch nicht, also ein bisschen Kleinigkeiten sind hier noch. Das mache ich jetzt mit der Feile, weil ich jetzt nicht nochmal die Treppen hoch und runter will. Und dann werde ich mir irgendeine Befestigungsmöglichkeiten hier überlegen. Muss ja auch noch ein bisschen die Höhe regulieren. Ja, und dann bringe ich den hier erstmal unter und dann kommt noch Stromabnahme ran. Die eine Seite über die Masse, die andere Seite über Radstromabnehmer. Und muss noch überlegen, ob ich jetzt, wie rum ich das mache, ob ich eventuell so wie vorher das gestalte. Also, ja, eine Seite nimmt die Lokmasse, die andere Seite der Tender und dann wechselseitig den Stromabnehmer, weil ja die Rahmenstromabnahme eigentlich immer zuverlässiger ist als solche Schleifer. Ist immerhin ein Punkt weniger. Gut, also jetzt erstmal entgraten, alles in Ordnung bringen und dann mal die Räder einbauen. Die Achsen einbauen. So, das Tenderfahrwerk ist jetzt erstmal ein erster Versuch. Hinten, also die Achse sitzt fest, die wird gefedert. Also nochmal ein bisschen den Draht nachbiegen. Und der letzte Radsatz, der erste Radsatz vom Tender, der kippelt. So, und damit sollte jederzeit also eine Allradauflage des Tenders gewährleistet sein. Also mal als Beispiel, wenn ich jetzt hier über die Kante fahre, dann kippt der aus, aber der Radsatz bleibt auch noch unten, weil er gefedert ist. Und dann so und dann. Also das ist schon ganz ordentlich. Und jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich dieses Fahrwerk in meinem Tender befestige. Und das ist jetzt auch gar nicht so einfach. Weil ich wieder alles weggeschnitten habe und dachte, ach, das fällt mir hinten irgendwie schon, irgendeine Idee werde ich schon haben. So, ja. Also jetzt muss ich den hier irgendwie noch reinkriegen. Obwohl das wahnsinnig stickig hier oben ist, habe ich nochmal weitergemacht. Ich habe also jetzt die hintere Halterung habe ich benutzt, um das Rahmenteil festzuschrauben. Und jetzt muss ich hier vorne eine Halterung bauen. Da werde ich irgendwelche Winkel oder sowas, hier irgendwie einlegen und dann eben versuchen, genau die Höhe zu treffen. So, und dann sind ja hier noch die ganzen Bremsbacken. Mal gucken, ob ich die sinnvoll verwenden kann oder ob die schleifen. Wenn ich muss ich sie ein bisschen wegbiegen oder die fallen eben weg. Also man sieht sie ohnehin nicht besonders gut. Und das kann sein, dass also dieses Kippelfahrwerk, das damit Probleme bekommt. Also ich merke schon, dass der Radsatz hier an den Bremsen schleift. Ja, und man sieht, wenn man hier durchguckt, dass also die Schrauben dann hier noch stören. Also ich muss hier sowieso nochmal
ein bisschen Platz schaffen in dem Tendergehäuse. Und so wie ich es mir im Moment vorstelle, werde ich wohl die Stromabnehmer hier oben einfach hinbauen. Also kommt hier ein Träger raufgeklebt und der wird dann eben von den drei Rädern Stromabnahme produzieren. Ich muss dabei bedenken, dass also ein zusätzlicher Stromabnehmer, wenn der von oben drauf greift, dass der natürlich den Radsatz immer runterdrückt, also das Kippeln bzw. das Ausfedern schlimmer macht. Das würde also vielleicht bedeuten, dass ich diese Feder komplett rüberrücke und etwas schwäche, und so dass praktisch diese innere Feder die Seite federt und der äußere Stromabnehmer die andere Seite. Aber das ist jetzt viel Regulierarbeit, das ist nicht wirklich schwierig. Das ist einfach nur ein Haufen Aufwand und ein bisschen Wegschleiferei. Also ich denke mal, für die ganze Maschine jetzt brauche ich noch 2 Tage. Und ich werde jetzt die kommende Woche jetzt hier, die werde ich nutzen, um das Projekt hier abzuschließen. Also jeden Tag nach der Arbeit dann eben nochmal in meine Werkstatt gehen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. Ja, und dann sollte in ein paar Tagen, also 4 richtige Arbeitstage, dann sollte am Ende der Woche das Modell fahren und gezeigt werden können. Verdammt, ist der Puffer weg. Egal. Ich habe jetzt also hier vorne eine Halterung gebaut. Hinten habe ich es auch befestigt. Und diesen Winkel, den ich da angelötet habe, der hat tatsächlich beim ersten Mal perfekt gepasst. Jetzt kommen die Stromabnahme. Pertinax-Bleche kommen hier ran. Der Wasserkasten wird so aufgesetzt. Man muss hier ein bisschen gefädelt werden. Und muss ein bisschen gefädelt werden. Und dann sitzt das so. Muss vielleicht unten noch ein bisschen bearbeiten. Und dann könnte ich schon ein bisschen Blei reinmachen. Ah, der ist zu leicht. Definitiv zu leicht noch. Dadurch schaukelt der auch zu sehr. Und dann können hier hinten Sounddecoder und die ganzen Anschlüsse rein. Und dann bin ich schon auf der Zielgeraden. Glaube ich. Ich hatte ja schon gesagt, Endspiel. Also jetzt hatte der Erbauer, der hatte auch die Radkörper von hinten lackiert, also auch die Radreifen. Und da ich ja die Stromabnahmefedern jetzt so hier einbaue und dann mal drehen, so sollen die schleifen. Also die laufen ja, ist noch nicht ganz hundertprozentig die richtige Stelle, die laufen ja jetzt hinten auf dem Spurkranz und nehmen da den Strom ab. So, der aufmerksame Beobachter wird festgestellt haben, dass das vordere linke Rad, dass das noch einen leichten Schlag hat. So, und ich habe versucht, das noch auszugleichen. Jetzt lief keine Kamera mit. Aber der Radreifen ist auf dem Radkörper schief aufgepresst. Und das ist der radreifenisolierte Radsatz. Also nicht mit Narben isoliert, sondern unter dem gedrehten Radreifen ist in der gegossene Radkörper, und das ist eine Stufe zu hoch für mich. Also das kriege ich nicht hin, und ich denke mal, dieses minimale Schlagen, das wird mich jetzt nicht umbringen. Beim Tender habe ich eine ganze Weile überlegt und ein bisschen probiert, und jetzt schleifen die, naja, mal wegnehmen. Die schleifen jetzt von hinten auch an den Spurgrenzen. Ich habe also nicht von vorne oder von der Seite, oder bisschen Unsinn. Also ich habe es nicht von oben rauf gemacht, weil ich ja, wie ich schon vorher sagte, mit den Federn Probleme habe. Und jetzt schränkt er das gar nicht ein. So, beim Tender, Aufbau, immer, ich will mal Gehäuse sagen, aber Gehäuse ist ja kein richtiger Begriff, habe ich ein paar Ausschnittserweiterungen gemacht, sodass die Stromabnehmer jetzt da laufen. Und ich habe einen Lok Sound 4, den habe ich jetzt, der ist gerade oben im Prüfstand, wird programmiert, den habe ich jetzt in den Kohlekasten geklebt,
Und ich habe jetzt viel Platz hier für das Blei, das noch notwendig ist, um dem Tender einen satten Fahrklang zu geben und um hier eine Schnittstelle oder was auch immer unterzubringen. Also da bin ich gut versorgt. Ja, und jetzt ist eigentlich nur noch ein bisschen Drahtkram zu machen. Das ist jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Mal gucken, ob ich das heute noch zum Abschluss bekomme. So, ich habe jetzt ein Kuppeleisen gebaut. Das ist relativ einfach. Gekröpftes Blech, so wie wir es schon tausendmal gemacht haben. Ja, ich. So, und wenn ich das Tendergehäuse richtig rum aufsetze, und ich habe jetzt schon hier eine Bohrung gesetzt, wo ich also das aufschrauben werde und ein Gewinde geschnitten im Messingprofil. Ja, und jetzt ist wirklich nicht mehr viel zu tun, sage ich mal. Mindestens eine Stunde später sieht es dann so aus. Also ich habe jetzt hier in den Tenderaufbau das Blei reingeklebt, damit er vernünftig läuft. Habe jetzt hier so eine vierpolige Leiterplatte eingeklebt, wo also die Drähte vom Motor und auch die vom Fahrwerk raufkommen und dann zum Decoder hochgehen. Ich habe die Kamera angestoßen und hier schon mal den Decoder, das hatte ich glaube ich gestern schon gezeigt, eingeklebt. Hier drunter sind die Drähte, die ich nicht brauche. Vielleicht will ich den Decoder irgendwo mal anders einsetzen. Und habe auch schon die Schallkapsel von ESU für den Zuckerwürfel-Decoder zusammengeklebt. Der kommt jetzt hier so fröhlich rein. Ja, und mal vorsichtig wegstellen, der Kleber bindet gerade ab. Hier hatte ich jetzt noch einen Kurzschluss drin, da war die Bremsbacke zu dicht am Rad dran. Dann musste ich nochmal mein Kuppeleisen, total blöd, habe ich oben drauf gemacht. Aber hier ist doch von der Lok noch eine Blende. So, aber führt sie halt von unten ran und die beiden Kabel, die ziehe ich jetzt hier oben rein und die werden dann auf diese neue Platte raufgelötet, wie auch die beiden grauen und orangen, die beiden in grau und orange, die dann hochgeführt werden. Ja, also ich bin ziemlich kurz vorm Sieg. Gut, es sind noch 6 Dampfschläge pro Radumdrehung, da muss ich also ran, aber grundsätzlich fährt sie erstmal. Wenn ich jetzt die Kiste zumache, wahrscheinlich muss ich noch ein paar Bohrungen drin machen, aber das sieht schon mal ziemlich krass aus. Freitagnachmittag. Ich habe jetzt es hat nur einige Zeit gedauert, den Sounddecoder eingestellt. Die Lok läuft jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Ich habe noch die Laternen aufgeklebt. Jetzt werde ich noch die Puffer befestigen, mit einem Tröpfchen Lack einkleben und dann mal gucken, ob ich noch eine geeignete Feinkupplung habe. Wenn nicht, muss ich erstmal was Primitives dort anbauen. Und dann werde ich mal die Haube aufsetzen und dann mal die erste Probefahrt auf der Anlage machen. So läuft es ja ganz gut, also ich sehe jetzt keine großen Schwierigkeiten, aber jetzt, ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass denn die Maschine mit der IntelliBox dann anders lief als auf dem Testgleis mit dem EOSU-Programm. So, TP6 ist montiert. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich noch zu machen, das werde ich dann aber später machen. Sie ist erstmal bereit für den Einsatz und werde es auch gleich noch mal fahren lassen. Also ich habe es auch noch Personal reingemacht, ja, so optimistisch bin ich, dass alles geht. Ich habe hinten jetzt noch eine Feinkupplung rangemacht, da ist noch eine Lücke in der Pufferbohle zu schließen. Bremsschläuche habe ich auch noch nicht. Jetzt interessiert mich erstmal das Fahrverhalten und außerdem den Schornstein, die Esse, die ist ja, ist ein Gussteil, die ist verschlossen, also die werde ich auch noch aufbohren.
Aber sonst macht die Maschine erstmal den Eindruck, dass es fertig ist. Und das werde ich jetzt im Video überprüfen. So, da kommt sie, die P6. Die macht ordentlich Krach. Also ich hätte nicht gedacht, dass der kleine Zuckerwürfel-Lautsprecher so viel Bums hinter hat. Gut, ich habe jetzt auch alle Elemente, die in der Kiste waren, zusammengeklebt. Also der hat einen größeren Resonanzraum. Und jo. Ich habe jetzt hier den Sound von der 76 drauf. Von der T16? Nee, Union. Von der 76. Was rede ich denn da? Von der T10. Und sie läuft also ganz gut. Auch jetzt die Stromaufnahme ist gut gelungen. Ich habe jetzt meine Gleise wieder schon einige Wochen nicht gereinigt. Also das letzte Mal war es P42. Mit dem Dampfschlägen und der Synchronität bin ich noch nicht so richtig glücklich. So, bei höheren Geschwindigkeiten, da ist noch ein bisschen Nachsteuerbedarf. So. Also, es gibt deutlich schlechter gelungene Objekte, die hier schon meine Werkbank verlassen haben. Und so wie es aussieht, werde ich die Maschine wohl behalten. Nun ist sie also fertig, meine P6. Ursprünglich hatte ich sie mitgenommen, um sie einzutauschen, aber weil sie so gut gebaut ist und ich das gute Modell eigentlich auch ein bisschen verbessern konnte und mit dem Sound gefällt sie mir noch eigentlich sehr gut. Ich wollte ja eigentlich nie eine P6 haben, liebäugelte jetzt aber schon eine ganze Weile mit einer. Was mich dann aber immer noch ein bisschen störte bei der Fleischmann P6, da war ja der Umlauf, ist nicht der Regelumlauf, sondern der KME. Wenn man den Regelumlauf haben will, braucht man die französische Variante und dann muss man auch sehr viele Sachen wie Rauchkammertür etc. tauschen. Und da hatte ich jetzt wenig Interesse. So, und ich muss sagen, weil sie so gut gelungen ist und trotzdem sie rot-schwarz ist, wird sie wohl jetzt meinen Bestand erweitern. Ungeplant, aber gern gesehen. Die Langsamfahreigenschaften sind auch gut. Also für so einen alten Maschima-Motor von Anno Tobak läuft die Maschine wirklich sehr gut. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet und ich habe auch noch ein paar Regulierungen vornehmen müssen. So fährt sie vorwärts jetzt knapp 70, mehr gibt das Getriebe nicht her. Rückwärts fährt die Lok 50, das ließ sich übers Trim einstellen. Auch eine Funktion, die ich bis jetzt noch nicht so richtig wahrgenommen hatte. Und ja, also endlich mal ein Erfolg. Von Anfang an, also ohne große Pleiten, wenn man von Kuppeleisen abzieht, was ist falsch rum als eingebaut war. Ja, also es macht Spaß mit der Maschine jetzt hier zu fahren. Und das ist das Ergebnis, wenn man wirklich mal mehrere Tage hintereinander Zeit hat, sich konzentriert auf irgendwas einzulassen und nicht immer zu abgerufen wird oder irgendwelche anderen Spielereien machen muss. Also, dann verabschieden wir die Maschine mal. Bis dahin, fertig gekommen.